Just bounce. Jo, moin Leute, herzlich willkommen zu Alibastard. Ich bin's Pete und ich habe Enno wieder an meiner Seite. Hi Leute, und was haben wir heute für ein Thema? Ja, auf jeden Fall, wir werden jetzt wahrscheinlich nur Facecam machen, falls ihr irgendwie noch ein überkrasses Gameplay von uns habt. Würde das am Hintergrund laufen, und zwar, vielleicht einige von euch wissen das oder wissen das nicht. Coolen Kollegen finde ich eigentlich, gönnt ihr Genosse. Wir packen das mal in die Infobox. Der hat uns zu einem Hater-Video aufgerufen, beziehungsweise nicht nur uns, sondern auch andere große YouTuber und... Hatte uns halt aufgefordert, über Hater zu quatschen. Und da würde ich sagen, Pete, fang mal an. Wir sind gerade ein bisschen in Flame-Modus. Ja, ich bin heute in Flame-Modus, weil meine Ave Media wollte nicht so richtig, wie ich das wollte. Am Ende war der PC nur dran schuld. Und ich nicht. Und die auch nicht. Und der HDMI-Splitter fehlt. Ja. Auf jeden Fall, er hatte uns geschrieben, dass wir dazu ein Video machen sollten, dass wir irgendwie da aufmerksam machen auf die ganzen Hater und so ein Scheiß. Ich hatte damals ihm gesagt, na, so groß können wir gar nichts dazu sagen, dass wir, weil wir noch nicht so viele Hater haben. Hat sich in der Zeit ein bisschen geändert. Wir haben ein paar Hater bekommen, aber die machen bloß Dislikes. Und das ist eigentlich das, was irgendwo nicht geht. Die Community an sich, Klicks sind meistens da, aber sind alle immer Like und Kommentare verrückt. Ich weiß nicht, woran liegt das? Also ich würde das generell jetzt mal über das Thema mit den Dislikes reden. Also was ich unverständlich finde und was ich auch sagen zu sowas, was ich auch mal ansprechen wollte eigentlich ist, vor jemand ein Dislike macht oder macht ein Dislike, aber schreibt Menschen einen Kommentar und sagt, was, warum der Dislike da ist. Oder gebt Menschen Feedback in der Hinsicht, dass wir uns verbessern können. Was bringt uns das, wenn ein Video kommt und dann 5 Dislikes kriegt und wir gar nicht wissen, warum? Ja. Entweder ihr könnt uns nicht ab oder ihr findet die Videos scheiße und sagt's nicht. Und das wollten wir gerne mal wissen. Aber ich denke mal, das sind einfach die Hater, denen ist das scheißegal. Die sehen junge YouTuber, machen wir so zu Grund und Boden. Hauen wir mal ein Dislike drauf. Ja. Und einfach nur, die gönnen einen einfach nichts. Ja, das Gönnen ist ja auch scheißegal, du gönnst ja auch manchen Leuten nichts. Aber mir geht es darum, dass die im Internet, ich hatte mal von jemandem aus dem Clan damals, hat er mal ganz cool das gesagt, das sind die Internet-Rambos. Und das finde ich echt extrem, ja, extrem feige und mies. Es gibt ja bei vielen großen YouTubern, muss man ja sagen, die sind ja auch mehr Hater wie bei uns jetzt. Ja. Und der auch nur Scheiße bauen. Ich meine jetzt, na klar können wir sagen, hier, bam, du hast blockiert, tschüss, weißt du? Aber uns geht es ja darum, dass wir auch Feedback haben wollen. Wenn ihr schon hatet, dann gebt Feedback und ordentliches Feedback und nicht, ihr seid scheiße, was ist das für ein Feedback, Alter? Kannst du dir einen Arsch schieben, ey? Kannst deiner Mutter sagen, dass sie scheiße ist oder dass sie deinen Arsch abwischen soll mit Scheiße oder so? Ist jetzt auch, wir haben jetzt letztens eigentlich das perfekte Beispiel dafür bekommen, dass so große YouTuber eigentlich extrem viele Hater haben und auch einfach nur die Leute, wenn du kommentierst drunter, dass sie das auch haten. Also nicht nur den YouTuber an sich, sondern auch die Abonnenten, die das dann kommentieren. Da haben wir jetzt zum Beispiel, das werde ich jetzt mal kurz dann unten mit einblenden, hatte ich einfach bloß mal einen Kommentar geschrieben an den YouTuber, dass ein Video eben richtig geil ist und dass man eben gemerkt hat, dass es ihm gerade richtig Spaß macht. Jo, der Kommentar hier packe ich jetzt mal kurz unten hin. So, und dann hast du gleich jetzt solche Ausländer, muss man dazu sagen. Meistens so 14 bis 16 Jahre, die dann einfach mal drunter schreiben, hier, du sagst einfach nur deine Meinung und dann wirst du einfach nur gehatet und geflamed. Da kommen hier dumme Kommentare, muss ich ja nicht sagen, die packst du jetzt einfach hier drunter. Ja, wir blenden die Namen aber aus. Ja. Und das ist einfach nur, da muss man nichts dazu sagen. Also das sind einfach wie kleine Kinder, die nichts zu tun haben. So wie ich gesagt habe. Kleine Internet-Rambos. Genauso ist es. Pass auf, falls man mal größer wird und irgendwann vielleicht mal ein Community-Treffen macht, kann ich nur da auch schon sagen, und das werde ich auch beibehalten, und das werden wir drei auch beibehalten. Martin ist jetzt nicht dabei, es tut uns leid, aber er hat Spätschicht und wir müssen das Video irgendwann mal bringen. Wir können nicht immer nur warten. Es tut uns leid, Martin, dass du dann nicht deine Meinung kundgeben kannst. Aber ich würde sagen, falls wir irgendwann mal sowas machen, dann bitte ich die Leute auch zu kommen, zu mir zu kommen zum Beispiel, und zu sagen, hier, Alter, du bist scheiße oder sowas. Sag's einfach mir ins Gesicht und dann wirst du sehen, was scheiße ist. Vielleicht ist scheiße dein Gesicht danach oder so, ich weiß es nicht. Weil man kann, muss man sagen, im Internet ist man relativ anonym, kann seine Meinung kundgeben, so wie man will, und keiner kann ihn finden oder sowas. Das sind eben die meisten, die fühlen sich dann eben stark. Komm einfach real life zu uns und sag's ins Gesicht
Aber bring auch Argumente, weil wenn du keine Argumente bringst und irgendeine dumme Flame bringst, würde ich dir so die Schnauze einfach polieren. Ich sag nicht, dass ich stark bin oder sowas, aber ich würde es machen. Gewalt ist keine Lösung. Ja, aber in der Hinsicht für solche Leute muss man mal auch irgendwann sagen, was habt ihr? Habt ihr kein Hobby, dass ihr Leute hatet? Oder macht es euch Spaß? Das ist so wie, ich würde sagen, das ist vergleichbar mit den Leuten, die Hacken tun. Ja, einfach nur die ganz normalen Hacker. Die haben einfach viel zu viel Spaß dran. Einen kleinen Pimmel irgendwo sich größer zu fühlen, Hacks zu kaufen oder wie auch immer, das ist genauso wie mit den Flamern und Ragern, beziehungsweise Hatern. Die schreiben einfach dumme Kommentare drunter, vielleicht finden die dich sogar gut und haten dich deshalb. Das ist einfach. Was war das letzte Kommentar bei uns unter dem Endvideo? Wir hatten ja, ihr wisst ja, die ALS, Ice Budget Challenge gemacht und haben Montana Black nominiert. Und da müssen wir auch sagen, da kommt irgendein Kommentar von so einem, ich sage jetzt nicht den Namen, von irgendeinem Lappen. Irgendeinem Lappen. Einfach für mich nur ein Lappen. Der schreibt, was bildet ihr euch ein, so scheiße wie ihr seid, dass ihr den nominieren könnt. Dass er auf so einen Kack-Kommentar oder von so einem Kack-Kanal den Kommentar da entgegen. Einmal ganz ehrlich. Aber das Geilste ist einfach nur, er hat das geschrieben und 2 Minuten später. Eure COD-Videos sind aber gut. Alter, das kannst du dann auch noch erstecken. Ja, also Junge, wenn du das sehen solltest, fühl dich mal ordentlich gefistet. Ja? Benutze ich dich als Handpuppe. Kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wenn wir gerade bei Kommentaren unter unseren Videos sind, dieses Copy-Paste und so ein Scheiß, ne? Jedes Mal mit, ja, oh, euer, oder dein Kanal, jedes Mal, dein Kanal ist so geil. Deine Videos gefallen mir so richtig gut. Guck mal bei uns vorbei. Das könnt ihr auch stecken lassen. Checkt ihr nicht. Guck mal, wenn du schon auf unsere Hauptseite gehst, siehst du, dass wir 3 Mann sind. Ja, da stehen auch Namen drunter. Da stehen nur Namen und so ein Scheiß. Und jedes Mal, deine Videos sind so gut, Alter. Vielleicht meint ihr auch uns persönlich, vielleicht deswegen, Martin, ja, dein Video war geil, also mache ich das, sage ich das. Oder Pete, dein Video war geil, dann schreibe ich halt nur dich an, weil dein Video nur geil ist, weil die anderen ja sind scheiße auf dem Kanal. Vielleicht denkt er das oder der ist einfach nur zu dumm, sowas zu sehen. Aber ganz ehrlich, wir zum Beispiel sind solche Leute, wir müssen nicht irgendwo in eine Abo-Box gehen und sagen, oh, guck mal, der hat 1000 Abonnenten, dass wir mit denen irgendwas drunter schreiben, vielleicht wird er aufmerksam auf uns. Brauchen wir nicht. Wir schaffen das von alleine. Und die Leute, die wir jetzt haben, vielleicht sind da auch welche, die dann auch gedacht haben, wir abonnieren die, vielleicht haben wir auch welche davon abonniert, aber nur, weil sie uns auch persönlich gefallen. Ja. Das ist so, das muss auch vom Persönlichen sein. Zum Beispiel jetzt New Dennis. Ist von persönlichen gucke ich gerne die Videos genauso wie von anderen Leuten. What the? Hatet gerne weiter unter den Videos. Aber bitte, aber wenn ihr das macht, bitte seid dann auch bei Abo-Treffen oder sowas da, wenn wir das machen sollten. Und sagt uns ins Gesicht. Oder sagt das. Wäre vielleicht eine angemessene Richtung, die man da eingeht. Weil, wenn man es schon einen Internetpreis gibt oder sagen kann, dann sagt es auch privat. Ja. Ganz ehrlich. Und dann kann man nochmal dazu sagen, über irgendwelche Internet-Diss und so ein Scheiß, werden wir eh nicht drauf eingehen. Nee. Wir können schreiben, dafür was ihr wollt. Wir sind viel zu alt. Ja. Wir sind keine 14, die irgendwelche Kommentare schreiben müssen, die dumm sind. Und wir sind auch keine 14, die irgendwelche Kommentare von jemandem dann annehmen. Wir sind in einem gewissen Alter, juckt uns nicht, geht an so einen Arsch vorbei. Ist so. Geht an den Arsch vorbei und dann würde ich sagen: Video ging schon wieder zu lange. Bis später. An den Genossen.